Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial vom Saville Campus. In diesem Tutorial wollen wir uns die Verzeichnisstruktur einer Typo3-Extension anschauen. Ich habe hier eine frische Typo3-Extension installiert. Die heißt Saville T3 Folder Explained. Und wir wollen einmal schauen, was die standardmäßigen Verzeichnisordner sind und welche man gegebenenfalls noch manuell hinzufügen kann und wo man sie am besten abspeichert. Diese Extension ist mit dem Extension Builder generiert worden und enthält ein Frontend-Plugin und ein Backend-Modul. Wie man sieht, starten alle Extensions innerhalb vom Ordner typo3.conf.ext. Das sind alle lokalen typo3-Extensions. Es gibt noch System-Extensions, die befinden sich aber unterhalb von typo3-syst.ext. Alle Extensions, die man selbst erstellt, sind in der Regel lokale Extensions und starten in diesem Ordner. Hier beginnt dann unsere Extension, SlaveT3FullExplained. Und wenn wir hier mal aufklappen, sehen wir hier einige Ordner, die automatisch generiert worden sind. Wir starten mit dem allerersten Ordner, das ist der Classes-Ordner. Innerhalb vom Classes-Ordner sind alle Klassen, wie der Name schon sagt, enthalten. Das ist auch der Ausgangsordner für die Namespaces. Dazu öffnen wir einmal hier eine Datei, die generiert worden ist vom Extension Builder. Und schauen uns hier nochmal an, wie der Namespace-Pfad aufgebaut ist. Der Namespace-Pfad fängt mit dem Autornamen an und dann mit dem Namen der Extension, wobei hier Unterstriche automatisch umgesetzt werden in diese Camel-Case-Schreibweise. Und dann fangen die Ordnerstrukturen an, die beginnend ab den Ordner Classes sind. Das sieht man auch hier, Domain Model. Unterhalb von Classes geht es dann Domain Model. Dieser Namespace-Pfad ist wichtig wird dann, für Typ 3, um eigene Klassen zu generieren an diversen Stellen, wie zum Beispiel Hooks oder Signals. Und Typ 3 weiß dann automatisch, dass erstens durch die Registrierung der Extension, dass es eine lokale Extension ist, dann weiß Typ 3, dass innerhalb von Typ 3 Conf.ext Ordner zu suchen ist. Und anhand von dem Namespace-Pfad, insbesondere mit der Angabe der Name der Extension, weiß er dann, dass er dann innerhalb von diesem Ordner Classes suchen muss. Danach folgen unterhalb von Classes-Ordnern noch weitere Unterordner. Hier ist der Controller, auch das ist so vorgegeben. Hier kommen alle Controller rein, wie der Name schon sagt. Das ist Teil vom MVC-Modell und der ein Controller ist die zentrale Anlaufstelle für beispielsweise Frontend-Requests und der Controller delegiert dann die Prozesse entweder an das Model, was im Typo3-Fall hier der Domain-Ordner ist, oder eben an die View, die kommt dann weiter später innerhalb vom Resources-Ordner. Alle Controller kommen in diesen Ordner. Man kann diesen Ordner noch weiter unterteilen mit Unterordnern und noch seine Controller so dadurch strukturieren. Aber der Startordner muss der Controller-Ordner sein. Danach folgt der Domain-Ordner. Hier sind dann das Model und das Repository abgelegt, also alles, was für die Datenbank notwendig ist. Ein Model, wenn wir es hier aufklappen, hier ist ein Beispiel-Model dabei, entspricht einer Datenbanktabelle. Und alle Datenbanktabellen beziehungsweise um Zugriff auf diese Datenbanktabellen zu haben, beziehungsweise auf die Datensätze der Datenbanktabellen, gibt es diese Models und die sind alle abgelegt in dem Model-Ordner. Um Lese- und Schreibzugriff auf dieses Model zu machen, beziehungsweise auf die Datenbanktabelle, gibt es die Repositories und die sind alle innerhalb von dem Ordner Repository abgelegt. Soweit mit der Model-Teil abgeschlossen und innerhalb vom Class-Ordner sollte man dann auch alle eigenen Klassen, beziehungsweise muss man auch alle eigenen Klassen ablegen. Man kann hier beliebig viele Unterordner erstellen, das ist einem völlig selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass man die Namespace-Angabe anpasst und hier den Verzeichnispfad folgt, den man hier selbst sich erstellt. So, damit ist der Classes-Ordner abgeschlossen. Wie ihr seht, ist das eine zentrale Stelle für alle PHP-Klassen und alles weitere kommt dann in die unteren Ordner. Es gibt noch einen Configuration-Ordner, wo jetzt hier zum Beispiel der Extension Builder einen Ordner erstellt hat für seine Dateien.
aber es gibt auch Typo 3 eigene sozusagen, unter anderem die TCA. Die TCA, kurze Erklärung, ist die Beschreibung der Datenbank und das bedeutet von den Datenbanktabellen und seinen Eigenschaften und wie sie in Typo 3 interpretiert werden sollen. Hier hat zum einen jedes Model seine eigene Datei, die wir auch mal öffnen können, wo dann hier beschrieben ist, welche Felder es gibt und wie sie gerendert werden sollen. Also ob es normale Eingabefelder sind, Select-Felder sind, Relationen sind, Bilder sind und so weiter. Typ 3 führt automatisch alle Dateien hier aus, bei Bedarf. Man muss dazu nichts weiteres tun, außer dass die PHP-Dateien so benannt werden sollen, wie die Datenbanktabellen benannt sind. Das heißt, unser Model Example liegt an einer Datenbanktabelle, die genauso heißt. Man kann und beziehungsweise muss hier nicht nur eigene Datenbanktabellen schreiben, man kann auch Typo 3 erweitern, und zwar die vorhandenen Datenbanktabellen, die es gibt. Dafür muss man hier noch einen weiteren Unterordner erstellen, der heißt Overrides. Und hier kommen dann alle Datenbanktabellen, die es schon gibt, also die man nicht selbst hinzufügt. Und die kann man dann ändern. Auch hier einfach nur den Dateinamen der Datenbanktabelle hinzufügen. Ein Beispiel wäre die TT-Content-Tabelle. Die Betreff führt dann diese Datei aus und weist alles, was mir angibt, der TT-Content-Tabelle hinzu. Insofern man diese Schreibweise uns mit direkt return. Man kann ihn natürlich direkt hier auch auf die Globals-Variable zugreifen und noch andere Sachen machen, aber dafür ist es nicht gedacht. Ich schließe es jetzt hier einmal alles und haben ihn so bei den TCA-Ordner erklärt. Dann gibt es noch den Typoskript. Das ist ein Ordner, der nicht zwingend so heißen muss, weil man im Pfad diesen Ordner explizit angeben muss. Aber es hat sich halt eingebürgert, dass man die Typoskript-Dateien eben in diesem Ordner Typoskript ablegt. Aber er könnte, wie gesagt, auch anders heißen. Die Angabe des Ordners ist in der X-Tables und ist hier definiert. AddStaticFile und hier steht ConfigurationTyposkript. Man kann hier auch andere Ordner angeben, wie gesagt. Ups. Man kann hier auch andere Ordner angeben, wie gesagt. Aber die Konvention ist die hier. In der Configuration-Ordner kann man dann auch weitere Konfigurationsorte ablegen und sollte man auch. Man sollte ja alles irgendwie aufgeräumt haben. Ein weiterer Anwendungsfall für das Ablegen von Dateien innerhalb dieses Ordners sind zum Beispiel die Flex-Forms. Das sind ja auch Konfigurationsdateien im XML-Format und es empfiehlt sich hier auch einen Unterordner zu erstellen. Flex-Forms. Und hier die Flexforms abzulegen. Das sieht man auch bei anderen Extensions. Das ist grundsätzlich eh eine gute Idee, wenn man nicht sicher ist, wo man die Sachen ablegen soll. Man guckt einfach bei anderen bekannten großen Extensions, um sich da die Verzeichnisströme anzuschauen, wie die es geregelt haben. So, dafür ist der Configurations-Ordner da, für alle Arten von Konfigurationsdateien. Dann gibt es hier noch diesen Documentation.template-Ordner. Das ist die Vorlage vom Extension Builder für eine Dokumentation. Dieser Ordner ist wie nur ein Template-Ordner. Wenn man den tatsächlich benutzen will, muss man den umbenennen in Documentation und dann anschließend natürlich die Dokumentation schreiben. Eine Dokumentation hat so klassischen Aufbau, die Extension Builder hier automatisch generiert. Es gibt einen Bereich, der nur für Administratoren interessant ist, ein Bereich, der nur für Entwickler interessant ist. Dann gibt es einen Changelog, dann gibt es die Konfigurationsmöglichkeiten einer Excel, die man beschreiben will, Beispielbilder und eine Einführung, was dann mal klassischerweise ist, was macht diese Extension, eine Liste von aktuellen Problemen und auch eine Übersetzung, die ebenfalls hier in einem Template-Ordner ist, wo man auch die .tmpl empfehlen müsste. Soweit zu der Dokumentation. Wir wollen hier nur die Ordnerstruktur erklären und nicht ganz genau, wie die Dokumentation zu machen ist. Das ist dann vielleicht schon mal Teil eines anderen Videos. Wenn es interessant ist, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlegen. Dann kann ich dazu auch mal ein Video machen. Kommen wir zum Resources-Ordner. Das ist ein weiter zentraler Ordner. Hier kommen alle
template-bezogene Dateien. Da gibt es öffentliche und nicht öffentliche. Kurz erklärt, die öffentlichen sind einfach alle Bilder, CSS-Dateien und JavaScript-Dateien, die vom Browser aufgerufen werden sollen. Die kommen alle in den öffentlichen Bereich rein. In den privaten Bereich sind alle Template-Ordner, die für Fluid interessant sind. Der Extension Builder hat hier noch nichts vorangelegt, sondern lediglich hier den Sprachordner, der auch wichtig ist, der auch hier reinkommt. Hier sind alle Sprachdateien hinterlegt. Also alle Sprachdateien, die man hat, sollte man hier ablegen, auch wenn man den Pfad zu oft selbst noch angeben muss und somit auch woanders speichern könnte. Was auch vorgegeben ist, dass hier die Flutdateien abgelegt werden. In welchen Unterordnern genau, das kann man sich selbst aussuchen. Aber es gibt natürlich eine empfohlene Struktur und die heißt, dass hier innerhalb von Private direkt anfängt, dass alle Templates-Ordner hier in den Ordner Templates kommen, alle Partial-Dateien in den Unterordner Partials und alle Layout-Dateien in den Ordner Layouts. Wie gesagt, die Unterordner könnten auch anders heißen, weil man den Pfad angeben muss. Aber es ist einfach zu empfehlen, sie unterhalb von Private abzulegen und in diesen Ordnern, weil alle anderen das auch so machen. Was es nur als Konvention gibt, ist, wenn man jetzt beispielsweise einen Controller hätte mit dem Namen Example Controller. Der hat natürlich irgendeine Klasse, die heißt so wie die Datei und die leitet nochmal von speziellen Action Controller ab. So wie ich von denen hier. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, was man im TrickScreen gerade gemacht hat. Und hier kann man eine Action-Datei erstellen. Okay, bei mir ist eine Index-Action. Action-Datei, kurz Exkurs, sind die Dateien, die na, Public Class, gar nicht. Public Function, genau. Extra-Dateien sind genau die Dateien, die Einstiegspunkte sind. Man kann diese Dateien direkt einsteuern über einen Request. Und hier kommt halt der Controller-Part, delegiert entweder Sachen an den Model oder eben an die View. An die View ist natürlich die letzte Instanz, weil da die Sachen dann, die ausgegeben werden, die hier verarbeitet werden. Und hier ist dann die Konvention, wo legt man die Template-Datei zur Index-Action ab? Dem Ordner-Pfad gibt man in TypeScript an. Da können wir mal hier unser TypeScript-Dings öffnen. Setup, nämlich so in der Art. Hier steht dann unsere Extension und dann, wo die abzuklicken ist. Resource Private Partials. Wie gesagt, man könnte hier auch was anderes eingeben, ist aber nicht zu empfehlen. Wenn man aber diesen Startordner ausgewählt hat, hier in dem Fall für Templates, dann weiß Typo 3, bis und dann geht Typo 3 wie folgt vor: Es geht zu dem Startordner, sucht einen Ordner mit dem Namen des Controllers, was unser Fall Example ist. Innerhalb dieser Ordner sucht er eine Template-Datei, was eine HTML-Datei ist. Was eine HTML-Datei ist, wenn man es nicht anders spezifiziert, mit dem Namen der Action-Funktion, aber groß geschrieben. Und dann führt er automatisch diese Datei aus. Das ist die einzige Konvention. Und hier würde dann das ausgegeben werden, was sie angegeben werden. Die Partials und Layouts kann man nutzen innerhalb einer Template-Datei. Also man kann hier Fluid-Tag benutzen und ein Layout benutzen mit dem Namen zum Beispiel Default. Dann würde Typo 3 hingehen, suchen, was ist der Startordner von Layouts, sucht es in den TypoScript, sieht hier, okay, Resources Private Layouts, geht dann zu diesem Startordner und sucht dann die Datei Default HTML. Wenn man hier noch weitere Unterordner anlegt, was man gerne machen kann, dann macht man halt eben hier Unterordner 1 slash Default und der letzte Teil ist immer die HTML-Datei, also die muss dann halt auch .html heißen. Und dann kann man hier noch Partials benutzen, das geht dann auch über ein Fluid Tag, FRender, Partials und da ist genau das gleiche.
Unterordner oder auch keinen, je nachdem. Und dann wieder irgendeine HTML-Datei ansteuern, die man ansteuern möchte. Und auch hier geht Typo 3 gleich vor, sucht den Startort von Partials und dann verläuft es hier den Pfad. Und die letzte Instanz ist dann die .html-Datei, wobei man .html nicht angeben muss. Das sind die drei Zentralordner für die Flutdateien. Und damit ist auch das Gröbste für diesen Private-Ausgangsordner erklärt. Public hatten wir schon. Und damit haben wir eigentlich auch schon die wichtigsten Ordner erklärt und wie sie zusammenhängen in Typo 3. Tests ist nochmal auch von MaxSatchMill automatisch generiert. Hier sind dann die sogenannten Unit-Tests drin. Die muss man sich selbst erstellen. Der MaxSatchMill war nur so nett, um uns hier einen Unit-Test für unser Model zu erstellen. Und von den Verzeichnisstruktur her ist es so: Test ist der Startordner. Dann kommen Units und dann kommen die Ordner zu den Dateien, dessen Unit-Test man schreiben will, und folgt dann die Verzeichnisstruktur, die man eigentlich unter von Classes hat. So, das war eigentlich schon alle wichtigen Ordner erklärt. Falls ihr noch Ordner habt, zu denen ihr gerne Erklärungen haben wollt, dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten followt mich, falls ihr noch weiter interessiert seid an anderen Videos. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Viel Spaß bei Typo 3.